Solidaritätskundgebung für Schlecker-Beschäftigte vor dem Forum in Wetzlar. Also wir treffen uns hier, um nochmal Solidarität bei der Bevölkerung einzufordern und bei der Politik, weil die Beschäftigten bei Schlecker dringend Unterstützung brauchen, um ihre Arbeitsplätze zu sichern. Das heißt, einmal müssen die Bevölkerung als Kunden einkaufen kommen, damit der Umsatz wieder steigert, der in den letzten Monaten stark zurückgegangen ist. Zum anderen ist aber die Politik auch aufgefordert, jetzt hier Zwischenfinanzierung zu leisten, damit nicht 12.000 Kolleginnen arbeitslos werden in den nächsten 2 Wochen. Ja, ich war 10 Jahre in Lora beschäftigt, Filiale Lora, hat die Filiale 10 Jahre geleitet und die ist leider Anfang Dezember geschlossen. Was weiter passiert, weiß ich nicht. Ich habe bis jetzt kein Angebot bekommen und weiß jetzt nicht, wie es weitergehen soll. Ich hoffe, dass es eine neue Verkaufsstätte gibt, dass meine Filiale bekommen wird und kann wieder in meinem Beruf weiterarbeiten. Ja, das entscheidende Problem in den letzten Monaten war ja, dass Kunden einkaufen wollten, aber die Ware nicht da war. Die Lieferquote war ja bei 30%, also über 2/3 der bestellten Waren wurden ja gar nicht mehr geliefert, weil die Hersteller hier gar nicht die Ware verbracht haben, weil Schlecker das Geld nicht bezahlt hatte. Ja, und wenn jetzt die Ware wieder da ist, dann muss man dafür werben, dass die Kunden jetzt auch in die Geschäfte kommen und wir sagen, die Ware ist da, kommt wieder kaufen. Denn nur wenn jetzt die Kunden auch wieder da sind und einkaufen gehen, dann bleiben auch diese Arbeitsplätze erhalten. Wenn doch die Kunden jetzt weiter wegbleiben in den letzten Wochen, dann haben auch die verbleibenden Geschäfte keine Chancen mehr.